Und damit, Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Schön, dass ihr wieder dabei seid hier in Episode 6. Dieses Mal nur eine ganz kleine kurze Infovideo, weil ich wollte euch heute jetzt nicht ganz so ohne Video lassen. Gestern ist ein Part rausgekommen, da habe ich noch auf dem iPhone gespielt. Jetzt seht ihr ein breites Bild und natürlich auch mehr Platz. Jetzt habe ich das Ganze auf dem iPad, wie ich es schon erwähnt hatte in dem einen Video. Ich kann jetzt leider nicht viel machen, weil um das Ganze zu testen, musste ich ein paar Pokémon fangen und auch so gucken, wie das so von der Performance läuft. Es ist echt super. Problem ist nur, dass ich dieses Pokémon natürlich im Real gefangen habe, also als ich das Tablet gekauft habe, um einfach zu gucken, so bevor ich es kaufe, läuft das alles, funktioniert das alles. Und da hatte ich halt noch nicht die modifizierte App. Jetzt bin ich wieder in Kanada, Montreal, diesmal tatsächlich sogar auf einem Fleck, wo ein bisschen mehr los ist, weil einige schrieben so, oh, kannst du nicht mal in eine Großstadt gehen? Ich weiß gar nicht, ob Montreal eine Großstadt ist, ich vermute mal schon, nur dass da halt ein bisschen noch mehr Seen dazwischen liegen oder Meere halt, wie auch immer. Problem ist jetzt nur, Leute, aber ich dachte mir, ich mache das Video trotzdem, auch wenn es vielleicht nur ein kurzes Video ist. Wir werden auf jeden Fall Freundschaftsanfragen annehmen und noch ein paar Geschenke verschicken, die wir haben. Ich kann euch mal zeigen, was passiert, wenn man jetzt einen Softbahn hat. Das Problem ist nämlich, ich habe jetzt einen Real-Pokémon gefangen, sprich in meiner Gegend. Muss mal kurz gucken, ob man das hier auch sieht. Doch. Die drei hier. Nee, die vier sogar. Die vier, vielleicht sogar das Taubsi, ich bin mir gerade nicht sicher. Die sind, nicht von Montreal, deswegen verschicke ich die jetzt auch, denn die sind aus meiner Heimatstadt. Und das Problem ist, wenn ich jetzt ein Pokémon fangen würde, das kann ich euch gerne mal präsentieren, flieht es direkt. Also jedes Pokémon, was ich versuche zu fangen, wenn ich es dann mal treffen würde, steht geflohen. Und es ist wirklich so, es bricht jetzt direkt aus und flieht danach. So, bricht aus und weg. Das ist tatsächlich jetzt bei jedem Pokémon so. Das ist jetzt nicht nur bei diesem Flamly so. Das liegt einfach daran, weil ich jetzt gerade ein Softbahn habe. Das bedeutet, ich müsste jetzt 2 Stunden warten. Heute kommt zwar noch trotzdem eine Folge. Ich werde auch heute noch einen Let's Play aufnehmen. Aber ich dachte jetzt so, zumindest heute jetzt ein schnelles Infovideo, damit ihr auch ein bisschen so wisst, was ein Softbahn ist. Das ist nichts Schlimmes. Das ist einfach nur, wenn ihr zum Beispiel, nehmen wir mal an, ihr würdet euch von A nach B in einer sehr, sehr kurzen Distanz bewegen. Zum Beispiel habt ihr einen Freund, sagen wir, der wohnt wirklich in den USA. Und ihr gebt ihm eure Login-Daten, damit er zum Beispiel einen Taurus fängt, ja? Dann kann er das machen, aber nicht, nachdem ihr sofort ein Pokémon bei euch gefangen habt. Denn habt ihr nämlich theoretisch 2 Stunden Softbahn und müsst warten. Wenn ich jetzt einen Pokéstop drehe, seht ihr, passiert hier gar nichts. Ich kann den unendlich drehen, wie ich möchte. Wenn ich jetzt versuchen würde, einen Raid-Kampf zu machen, würde nur der Raid-Pass verschwendet werden und ich würde aus dem Raid-Kampf wieder rausfliegen. Genauso ist es, wenn ich jetzt versuchen würde, eine Arena zu machen. Ich komme zwar in den zum Kampfbildschirm, wenn ich dann allerdings zum Kampf klicke, komme ich nur bis zum Kampf und fliege dann wieder raus. Das ist ein Softbahn. Der geht maximal 2 Stunden, je nach Entfernung. Ich müsste jetzt eigentlich wieder rausfliegen. Ja, genau, Arena-Kampf wurde bereits abgeschlossen. Ist natürlich totaler Quatsch. Aber ich habe jetzt einfach keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Ich kann natürlich Items überprüfen, im Shop schauen, kaufen, Pokémon verschicken, Freundschaftsanfragen annehmen und so weiter und so fort. Nur habe ich jetzt im Grunde im Spiel selber keine Möglichkeit, noch irgendwas zu machen. Damit das Video aber nicht zu kurz geht, werden wir auf jeden Fall die Freundschaftsanfragen annehmen. Denn tatsächlich, Leute, ohne Witz, ich finde es super, wie ihr hier Freundschaftsanfragen verschickt. Ich habe mir so gedacht, okay, ja, ich fange ein neues Projekt an, aber ich dachte nicht, dass tatsächlich doch so viele Leute von euch in Pokémon Go noch aktiv sind. Deswegen nehmen wir auf jeden Fall alle Freundschaftsanfragen an. Den Neil520, den Jonas Kiki, Mitsu der Boss, der sagt mir tatsächlich sogar, was der Name, Natsu Tyler und Gerlich Son. Dann schauen wir uns die Profile auch nochmal gleich an. Da müssen wir nicht zu lange jetzt hier ein Video haben ohne Inhalt. So, können wir die so weiter swipen. So, da haben wir ein Team Gelb, Level 26, kriegt direkt ein Geschenk. Damit wir wenigstens auf jeden Fall das Freundschaftslevel um 1 erhöhen. Alle anderen, die mir ein Geschenk geschickt haben, auf jeden Fall Dankeschön, werde ich sofort öffnen. So, Mitsu der Boss, Team Blau, Level 25, kriegt auch ein Geschenk aus Montreal, Kanada. Da wir ja sowieso noch Geschenke verschicken müssen, wie man gerade sieht, passt das ganz gut. So, ich würde mal sagen, das heißt wohl Number One und dann L520 oder Nils, vielleicht Nils 20, könnte ja auch sein, ne? Die 1 als I und die 5 als S. Team Rot, Level 12, auch erst frisch angefangen. Ich wünsche dir, aber 111 Pokémon schon gefangen, ja, nice. Also ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß in dem Spiel. Tatsächlich macht das echt wieder Laune. Ist wieder viel Inhalt reingekommen. So, ich will gar nicht mal behaupten, aber ich will ja auch die Namen nicht sagen, weil es wird ja auf jeden Fall ein bisschen anonym sein. Ich vermute mal, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, ich weiß, wer das hier ist.
Kriegt aber auch auf jeden Fall schon mal ein Geschenk von mir. Und dann würde ich noch sagen, Natsu und Superlol. Habe ich jetzt noch genug Geschenke für euch? Ja, guck mal, passt doch. Ah, ich habe sogar noch... Ach, guck mal, habe ich sogar noch genug für euch alle. Perfekt. Ja, die Auflösung bei dem iPad scheint wohl ein bisschen geringer zu sein als bei dem iPhone X, denn hier sehe ich nur die ersten zwei Geschenke und ganz klein da unten sehe ich noch das Bändchen von dem nächsten. Das heißt, ich kann mir so ein bisschen erahnen, weil die Auflösung hier in Pokémon Go ist auf jeden Fall viel, viel größer, als ich gedacht habe. So, ich hoffe, dass meine Stimme nicht immer weg war, weil ich immer nach unten rede. Deswegen nehme ich das Mikrofon mal ein bisschen näher ran. So, wir haben Geschenke bekommen. Dann würde ich sagen, öffnen wir auch noch Geschenke. Ihr seht jetzt auch gerade tatsächlich mehr als zwei Tage, ja. Ich habe tatsächlich seit dem 10. Juli, also seit drei Tagen, keine Geschenke mehr geöffnet, auch keine Pokémon gefangen oder sonst was gemacht. Ich habe jetzt nochmal den einen Stempel aus der Forschung, habe ich mir gerade noch abgeholt. Aber das war es auch tatsächlich schon. Und auch hier muss ich immer auch ein bisschen runterscrollen. Aber ich denke mal, das ist gar nicht so schlimm. Dafür haben wir jetzt auf jeden Fall ein breiteres Bild. Und das ist, denke ich mal, das, was fürs Let's Play auch top geeignet ist. So. Hope Ice Flame, weiß ich auch, wer das ist. Ist schön, wenn man so ein paar Leute hier hat, auch die man noch kennt, bei denen man Bescheid weiß. Ihr seht aber auch im Grunde selber, wenn ich aktiv bin oder nicht, weil meistens, wenn ich Geschenke verschicke, dann bin ich auch auf jeden Fall in der Aufnahme. Das heißt, ihr könnt euch dann so erahnen, ah, okay, Vene macht gerade wieder eine Folge, wenn ich ein Geschenk kriege. Wenn ich mal keine Geschenke verschicke an die Leute, zum Beispiel habe ich jetzt gar keins mehr, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel mehr als 10 Freunde habe, jetzt habe ich gerade 10, das heißt, noch passt es. Da könnte ich theoretisch jeden Tag Geschenke verschicken, wenn ich eine Aufnahme mache. Wenn ich nachher aber mehrere habe, dann müsstet ihr mich so ein bisschen verstehen, dass ich das immer unterschiedlich mache. Meistens sortiere ich dann hier nach Freundschaftslevel hoch, meistens nach Freundschaftslevel runter. Und dann kriegen die Leute, die natürlich noch gar keinen Stern bei mir haben, erstmal Geschenke, die man dann auch öffnen kann. So, mehr geht hier tatsächlich auch gerade leider gar nicht. Wir können nochmal kurz in der Forschung reinschauen. So, hier haben wir jetzt noch eins zum Abholen. Das lassen wir aber tatsächlich für morgen. Ihr seht jetzt, 13. Juli sind 4 Tage tatsächlich Zwischenraum gewesen. Jetzt kommen wir nochmal in der Spezialforschung, ob wir hier irgendwas abgeschlossen haben. Hier müssen wir 3 Eier ausbrüten und ein legendäres Pokémon durch einen Feldforschungsdurchbruch oder Raid fangen. Ich denke mal, spätestens wenn wir dann die Feldforschung durch haben, dann haben wir das hier auch. Hier gibt es auf jeden Fall ganz am Ende noch ein Shiny Evoli. Und ja, momentan ist ja auch Glücksevent, das heißt, man kriegt mehr Event. Also Glückseier sind verdoppelt und alles drum und dran. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir in den nächsten Parts auch auf jeden Fall mal ein Raid mitmachen, wo wir ein legendäres Pokémon fangen können. Hier zum Beispiel das Mewtwo. Hier kann ich jetzt leider keine Raids gerade mitmachen, da ich ja wie gesagt einen Softban habe. Aber ich denke mal, in 2 Stunden werden wir vielleicht hier noch ein paar Raids finden. Es sei denn, wir haben hier eine Uhrzeit, die bis ins Mitternachtnächtliche geht. Aber das vermute ich mal nicht. Ich hoffe einfach mal, dass wir da noch ein bisschen Glück haben. Gut. Freunde, eine kurze Folge, nicht mehr als 10 Minuten, damit mir hier auch nicht unterworfen wird, 10 Minuten zum Video reinmachen, hier Werbung und alles. Nein, nein, wir bleiben unter den 10 Minuten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, tschüss und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.